Wir warten noch dann Slots. So, herzlich willkommen im neuen Livestream auf meinem Kanal. Dieses Video wird wieder auf YouTube hochgeladen. Bis jetzt kommt also so gesagt alle 2 Tage ein neues Video sozusagen. Mal, ich bin falsch. Ganz falsch. Ich wollte dahin. Und zwar einen neuen Bus kaufen. Ich glaube, mein Tablet tritt gerade nicht auf die ba Reihe, dass ich live bin. Jetzt. Ja, das ist schon wieder super. So. Neuer Bus. Oh. Gerne. Mal was probieren. Die Tücher auf. Nein. Wir nehmen heute den. Ich kaufe den kurz mir und dann fahren wir mit dem zum Flughafen sozusagen. Wir haben im letzten Stream sozusagen das Video gemacht mit dem Flughafen. Dann nutze ich die Linie 8, ist es. Die Linie 8. So. Und mal gucken, wie weit wir heute kommen und was wir machen. So, wir wählen, ich möchte den. Und wir fahren zum Zopp. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag und so. Oh, was ist denn hier los? Brustkonzert. Einfach mal anhupen, dann fahren sie.
Sag mal, was wird denn das hier jetzt? Gibt's nie. Bleibt da einfach mitten auf dem Weg stehen. Das gibt's nie. Achso, jetzt müssen wir noch eine Weile warten, weil am Zopf das so ist. Warte mal, ich öffne kurz mein Twitch-App auf dem Tablet nochmal neu. Weil manchmal spinnt die. Gerne. Gut, das. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Boah, drehen wir eben Verspätung. Ist eben so. Das ist eben so. Ist hier noch eine zweite Tür? Nö. Ist nur eine Tür? Dann mach mal die Tür eben auf. Sollen sie eben einsteigen in den Sonderfahrt, die Sonderfahrt. Ist doch auch mal was Neues, so dieser Art. Solange der Bus hier noch stehen tut. Das ist ein bisschen doof. Grad. Jetzt muss ich rückwärts fahren und so gesagt. Weißt du was? Ich fahr mal kurz rückwärts. Einfach hier an der Seite lang. So. Dass man keine Verspätung reindrehen im Sonderfahrplan. Ja, das ist eben. Ach nee, wir müssen ja in die Richtung. Zum Rathaus. Jetzt halt das Rathaus. Rathaus. Der fährt so eine komische Probe. Ne, tut er nicht. Also, Spring of Affection ist eigentlich meine Lieblingsserie, aber ich fasse es nicht, dass Cosplayer mit Bob geschlafen hat. Mit Bob. Mit Bob, Bob, Bob. Immer was Neues heute. Immer was Neues heute. Immer wieder, immer schön. Oh, war das knapp. Schön, dass der vorne Musik hört. Ich fahr mal weiter hinter. Da kann ich leider nichts dafür. Das liegt am Spiel, da Musik gespielt wird. Rathaus. Ich glaube, Rollstuhl kann man nie mitnehmen. Den kann man noch nie. Tschüss. Tschüss. Müssen leider immer warten, bis die alle ausgestiegen sind und dann wieder alle eingestiegen sind.
Im Bus gibt es nur leider nur eine Tür. Deswegen fahren wir einen Sonderfahrtbus. Die dürfen immer wieder über die Straße. Das verstehe ich nie. Sorry, aber das verstehe ich wirklich nie. Runter von der Straße, ihr Deppen. Sieht doch nie die Ampel. Wir hatten das sich einfallen lassen. So. Da halten wir jetzt. Ja, Winkni, ich bin schon da. Bin immer pünktlich. Bin noch nie zu spät. Die vom Bus rum. Gibt's nicht. Und da alle bitte einsteigen, bisschen schneller, wenn's geht. Mit 1. Meine Frau und ich sind in weniger als 2 Tagen von Oakville nach. Ich will jetzt das nie wissen. Voll perfekt, da kann ich nie baden. Ich bin fast auf dem Bus, wenn man so überlebt. Naja, das ist so. Wenn das so ist, dann ist es so. Wenn es so ist, dann ist es so. Ist es so. Dann machen wir mal die Tür zu und fahren ab. Tschüss. Ey, ist es rot? Deswegen parken die immer so weit vorne. Verstehe ich nie so den Sinn. Arbeitstasse. Das sind wir. Tschüss. Ja, tschüss. Ich bin gerne Krankenschwester, aber freie Tage sind auch schön. Okay. Bin ich auch. Oh, ist meine Fahrkarte noch gültig? Um jetzt nicht kontrollieren, sorry. Heute mal ne. Außer ich habe mal Zeit dafür. Dann ja. So. Da fahren wir mal hier rein. Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. Da alle aussteigen. Murmeln, 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 murmeln. Wer ist dann? Irgendwann klingt das nicht mal mehr so ein Wort.
Hey. Es ist viel zu heiß draußen. Hallo. Wenn es heiß draußen ist, dann durft ihr in Eis. Um 19 Uhr ist so heiß. Das blüht gerade ab. Eigentlich 19 Uhr in die Uhrzeit so satt. Da ist der Kollege. So, komm mal weiter hier. Geh mal hin. Gibt das heute noch was oder heute nicht? Ich glaube nicht. Wohnen die denn alle hin hier? Dann blinkern oder nie blinkern? Ey, das frage ich mich auch. Ich blinke nicht. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Wer noch nicht die anderen Livestreams verfolgt hat, auf YouTube gibt's alle Videos sozusagen. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Ich nicht. Ich muss jeden Tag arbeiten. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. 5000 Folgen, hallo? Was? Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ich nie. Sehr pünktlich, danke. Bitte, bitte. Oh, seh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Was ist da so wunderschön? Ich muss noch ein paar isotonische Getränke besorgen, bevor ich losgehe. Hey! Und wer mitspielen will, muss nur eigentlich. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Jo. Man kann mitspielen auch. Einfach nur nach Benjamin suchen im Spiel und dann könnt ihr mitspielen. So das hat. So, die Römerstraße kommt jetzt. Eigentlich wollte ich heute eigentlich was anderes wie mit euch, aber leider hat Justin keine Zeit und ich will eben nicht alleine auf Minecraft spielen. Aber vielleicht spielen wir dann später nochmal Minecraft. Ich weiß noch nicht. Ich hätte voll Bock drauf. Das hätte ich. Aber ich bin mir unsicher, einfach weiter zu spielen, wenn Justin gar nicht da ist. Und hier noch mal kurz. Oh, Augenblicke. Da! Hier. Wo hab ich denn. Ah, hier, bitte. Na klar. Moment. Hier. Klar.
ich habe sie verloren. Ich bin eher ein Stadtmensch. Hier ist die Fahrkarte. Was? Ach so. Mauzi. Meine Katze heißt Mauzi. Findet Winter der Leidenschaft immer total spannend. Wenn sie nur die Titelmusik hört, kommt sie schon angerannt. Hab noch nie gewusst, sowas, so eine Katze sowas macht. Lieb's doch nicht. Tut man kurz was schnell? Jo. Jetzt warten wir noch ein bisschen mal. Hi. Nein. Wir warten bis 3 ist und dann fahren wir ab. Oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Vorstand, Hauptsache Vorstand. Sorry, den habe ich jetzt nicht gesehen. Die Bollas oder also wie nennt man die? Hutten oder weiß ich keine Ahnung. Schlattlöcher sehe ich immer. Da bin ich zu blöd dazu. Entweder umfahren oder langsam drüber zu fahren. Weil ich finde es Blödsinn eigentlich. Ich hab den Blinkert, was willst du mir sagen? Ich hab den Blinkert, du bist doof. Da würde ich gerne eines Tages hin. Ich auch. Überall. Ins Nirgendwo. Tschüss.
Sonnstein ist so eine nette Stadt mit vielen hübschen Gebäuden. Was für Sonnstein? Hi. Ich hatte eigentlich auch heute schon überlegt, dass ich heute einen Fortnite-Livestream mache, aber da hatte ich gerade keine Lust drauf. Hab vorhin privat Fortnite noch gezockt. Aber wenn ihr das auch mal sehen wollt, schreibt es einfach rein oder schreibt es auf YouTube in die Videobeschreibung und das Video. Mache ich auch mal wieder Fortnite-Livestream oder TDA. Können wir auch mal wieder machen. Eigentlich hatte ich mal den Plan zu bei TDA 5 auf der eSports Beispiel RP mal zu spielen. Aber ich weiß nicht, wer noch RP so generell auf der eSports spielt. Das weiß ich nicht. Ich würde Sterne auch mal livestreamen. Das ist kein Problem. Oder mitmachen oder keine Ahnung. Und egal was, mit livestreamen oder sonstiges. Würde ich Sterne mal machen. Mit euch. Aber das könnt ihr dann mal unter dieses Video schreiben oder mir hier auf Twitch schreiben, was ihr davon hält, das muss man machen oder nie. Wenn kann sein RP nur am Wochenende, wenn die streamen. In der Woche nie, also können die schon, aber da müsste es RP ein bisschen eher anfangen und wie gesagt. Aber es gibt bestimmt unter euch, die auf der eSports Beispiel RP spielen oder so. In TDA. Tipps welche bestimmt. Wenn nie, öffne ich einfach mal ein RP oder so. Da können wir zusammen streamen oder so. Wenn ihr wollt. Aber nur auf der eSports. Auf dem PC geht's leider nie. Und mein PC ist eigentlich immer noch kaputt. Ist immer noch kaputt. Kaputti. Es könnte sein, dass ich erst im Sommer den PC wieder drehen tue oder so. Mal gucken. Von der Reparatur wieder oder so. Weil die machen viele Sachen noch dran. Dass ich vielleicht besser live streamen kann oder so. Was war denn das? Nochmal drücken, die Wiederholung im Stream, wenn ich hier um die Kurve fahre. Wir wissen unbedingt, was das war. Würde ja gerne mal mit hier jemandem sprechen oder so, aber da wollen alle Nähe. Ja. Und so. Es redet nicht B. Ich habe wieder meine Tastatur angeschlossen, was viel einfacher für mich ist. Dann brauche ich nie in dieses verdammte Menü rein und so alles. Aber ich freue mich, dass die Community wächst und wächst, muss ich ehrlich sagen. Auch auf YouTube ist viel mehr geworden als alles andere. Auf Twitch ist es noch minder fertig, aber auf YouTube sehr viel los. Ich
schon wieder ein Level der Watzen, ey. Mit euch watze ich mit den Level. Bin fast in Level 100, wenn es so weitergeht. Ich denke, in ein oder zwei Streams sind wir dann in Level 100. Und das Wetter ist schon wieder so laut, dass ich nicht verstehe und ihr mich nicht. Komm mal einfach mal weiter, dass wir nicht hier rumstehen. Verstehst, wenn wir in einer Absenkung oder so sind, dann geht's, aber nie beim sowas. Oh, nimm mal lange, da sind wir noch mindestens drei Haltestellen und dann sind wir fast im Fluthafen. Dann die Strecke wieder zurück. Geht aber schnell, muss ich sagen. Mit euch hier. Wird wieder so machen, dass ich mit euch dann wieder eine neue Strecke erstelle. Und wir fahren die hin und zurück und danach erstellen wir eine neue Strecke und wenn noch ein bisschen Zeit ist, kaufen wir Büsse. Erstens neue Büsse für die Strecke. Also für die Strecke dann wieder. Wir warten mal ohne so lange. Wir sind ja eigentlich schon, wenn ich nie ganz so denke. Für so eine kleine Stadt hat Sonnstein wirklich viel zu tun. Sonnstein, hier ist Sonnstein, achso. Sind schon im Sonnstein. Sonnstein. Mal gucken, wann, wie die nächste Linie verläuft. Das müssen wir dann beachten. Mal gucken. Ich habe schon überlebt, die Linie vielleicht. Ah, das werden wir dann sehen. Einstein noch, die wir mit wollen. So, und da fahren wir jetzt. Lagerasse. Okay. Schon, es wird schon langsam dunkel. Dunkel. Wenn man merkt im Spiel. Eigentlich muss ich sagen, wir haben fast jede Uhrzeit gespielt. Alle Uhrzeiten fast komplett den ganzen Charakter durch. Kann euch schon mal sagen, nächste Woche habe ich schon so weit geplant, am Freitag. Wer will, ich denke, ich mache es am Freitag. Wenn es nie am Freitag schaffe,
Ich weiß es noch nie. Demtief will ich am Freitag einen 12 Stunden Livestream machen. Mit euch. 12 Stunden. Abends vielleicht ab 18 Uhr. Ich rechne es dann mal gleich mal aus. Etwa 12 Stunden. 12 Stunden Livestream. Höchstens erst 18 Uhr. Wenn ich es nie schaffe, erst 19 Uhr sozusagen. Ihr wird sehen. Wenn nie, wird es auch 20 Uhr. Mal schauen. Jedenfalls ein 12 Stunden Livestream ist ab nächster Woche, Freitag. Das will ich noch groß ankündigen. Also kann ich euch schon mal sagen. Auch für die YouTube. Da spielen wir mal unterschiedliche Spiele. Mal leise. Demtief werden wir. Am Anfang würde ich sagen, Fortnite spielen. Demtief, am Anfang würde ich Fortnite mit euch spielen. Eine Stunde, zwei. Mal gucken. Jedenfalls ist der Plan Fortnite. Bus-Simulator vielleicht. Fortnite-Bus-Simulator. Hallo. Trainzimmer wird 3 hätte ich vorgeschlagen noch. Dass man da ein paar Linien mal fahren. Und vielleicht noch Landwirtschaftssimulator. Ich will endlich wieder auf Landwirtschaftssimulator wieder weiterspielen. Ja. Die vier Spiele vielleicht. Vielleicht auch noch andere Spiele. Wenn die Zeit passt oder so. Nicht dann 4 Stunden nur Fortnite spiele. Aber das wird er sehen. Jedenfalls 12 Stunden Livestream. Jetzt müssen wir überlegen. 18 Uhr, 19 Uhr, 20, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis um 6 wird es den. So ungefähr. 6, 7 Uhr, 8 vielleicht. Kommt drauf an, wann ich anfange. Demtief spielen wir unterschiedliche Spiele. Das ist demtief klar. Demtief ist klar 12 Stunden. Und vielleicht auch Minecraft. Bin ich auch überlegen. Das war Minecraft-Stream. Vielleicht spielt auch der Justin ab und zu mal zwischendurch mit, wenn er will. Ich kann euch schon mal sagen, mein Geburtstag ist am 20.06. Und da habe ich auch schon überlebt, an den Tag vielleicht mal 24 Stunden Stream zu machen oder 12 Stunden. Ich überlege es mir noch, aber ab und zu kommen mal 12 Stunden Stream jetzt endlich mal. Habe ich auch schon mal überlebt, weil 12 Stunden ist was Besonderes. Endlich. Aber ich habe schon so weit überlebt. Nächste Woche will ich einen 12 Stunden Livestream Freitag machen. Weiter zu Samstag. Weil dem Tief möchte er mir ein bisschen Energy kaufen. So, eine Flasche vielleicht. Energy Flasche. Das hält mich munter. Das hält mich so lange munter, bis ich irgendwann müde wird. Wäre, dass ich es merke. Leider kann ich nicht euch den Mod-Server weiter zeigen. Das kann nur Justin. Weil ich habe kein Livestream-Programm, wo ich sagen kann. Also kein Livestream-Programm, wo ich euch mit euch das machen kann.
immer in dem Menü. Weil das Wetter ist übelst laut. Ich habe natürlich hier oben eine Energy-Flasche, die trinke ich auch zwischendurch. Hi! Ja? Aber bei mir ist es Energy nie immer. Nie immer. Ab und zu mal. Ich weiß dann nie, was ihr so alles trinkt. Ich trinke Rockstar und warte, kann ich öffnen? Polit, wenn ihr die Firma kennt irgendwie. Polit heißt die. Ist eigentlich auch ganz normales Energy auf Grundmittel. Ja, ich blinke, ich weiß nie, ich bin heute im Blinkerverein. Und so eine Flasche, also beispielsweise bei zwei Flaschen, sage ich dir, da bist du hellwach. Bei einer Flasche schon auch. Aber auch nur ein paar Stunden, kann ich euch sagen, nur ein paar Stunden. Also das hat vielleicht jetzt 7 Stunden. Und wer nicht weiß, am 27.03. bis zum 9. Jetzt muss ich selber drücken. Wartet mal, kann ich euch sagen. Erstmal vom 27.03. bis zum 9.04. bin ich im Urlaub. Und zwar würde ich aber trotzdem vorproduzierte Videos hochladen, dann in der Zeit. Außer es schafft der Justin, meine Videos zu schneiden, Beispiel die Minecraft-Videos. Und mal tutten. Vielleicht tue ich auch, kurz vor ich im Urlaub fahre, nochmal mit euch streamen. Auf jeden Fall ab nächster Woche den 12-Stunden-Stream, weil ich mit euch das gerne machen würde. Ich fahre zum Justin hoch. Also er wohnt ein bisschen weiter weg und muss dann mit der Regionalbahn fahren, also mit RB und RE. Und dann mit dem IC fahre ich. IC. Nicht mit dem ICE, sondern IC. Und dann auch nochmal mit der RE. Weil aus Justin sieht natürlich auch um. Kann ich euch schon mal so sagen. Ich blockiere gern die Bustür, wenn die Familie. Die Familie zieht um von Justin. Hi. Der auch. Und da hat er mich, hat die Mutti von ihm mich mal gefragt, dass ich helfen komme. Das mache ich auch. Ja, da weiß das schon mal so den Stand. Dass ich bis dahin, dass ihr weißt, 2 Wochen kommen dann keine Streams, bloß Videos auf YouTube. Wer mich verfolgt auf YouTube, weißt was, eigentlich müsste ich jetzt hier oben stehen bleiben. Das mache ich jetzt auch. Und ich mache kurz eine kleine Pause und ihr hört einfach den Reden zu.
nicht wohl in einem Flugzeug. Ich bevorzuge den Bus. So Leute, ich war ein bisschen länger weg, weil ich kurz noch auf Täuschen musste. Toilettchen. Aber weiter geht's. Und mal deine Frage, habe ich in der Fahrkarte gekauft? Ich weiß es selber nicht. Kann ich nicht wissen. Ups. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Dort an der Haltestelle hinkommen. Fahren wir ein bisschen schneller. Furchtbar. Ich bin auch furchtbar. Ich kann euch sagen, manchmal weiß ich nicht, warum Twitch das als Wiederholung einstellt. Das weiß ich leider nicht. Aber ich weiß es selber nicht. Eigentlich ist es ja ein Livestream, sagt er mir. Eigentlich, aber beim, wenn ich ins Video reinklicke, steht immer Wiederholung da. Eigentlich müsste Livestream dastehen. Ich weiß es selber nicht. Manchmal. Ich habe auch schon überlegt, wir werden Fortnite streamen danach, nach dem Bus-Simulator. Das habe ich jetzt so geplant, dass ich ein bisschen länger noch streamen tue. Wir werden einfach in Fortnite reingehen und streamen und fertig. Wenn wir die Fahrt abgeschlossen haben, eine neue Linie ausgesucht haben, werden wir dann Fortnite spielen und ein paar Runden und mal schauen. Wieder mit euch mal nie immer ständig Bus-Simulators zu streamen, auch mal was anderes. Es wird irgendwann langweilig, wenn man immer nur Bus-Simulators streamt. Auch das Fortnite-Video, das kommt auch mit hoch geladen auf YouTube. Ich bin nicht mit offenen Türen schon wieder da vorne, aber naja. Ist es Idol. Das Wetter ist perfekt, um zu Hause zu entspannen. Dass man ein bisschen auf meine Zeiten kommen, so. Wer damals mich verfolgt hat, ich habe auch manchmal auch 4 oder 5 Stunden manchmal am Tag oder 6 Stunden manchmal am Tag deswegen. Ich weiß nicht, warum ich nur noch so wenig streamen tue. Es tut mir einfach so leid und so alles, dass ich so wenig selten auch streamen tue. Aber ich will versuchen, fast jeden Tag zu streamen. Ich versuch's eigentlich generell. Ich versuch's auch auf YouTube irgendwie, dass ich fast jeden Tag ein Video hochlade. Fast jeden Tag.
Naja, eigentlich kommt es ja jetzt immer ein Video, ein Tag, ein Video, dann Pause und dann wieder ein Video. Immer so. So gesagt auf YouTube. Weil dort will ich auch meine Community wieder Content zeigen und so alles. Darf ich jetzt hier rum oder nie? Das Schlimme, ich brauche immer 5 Zuschauer, also sozusagen, ich bräuchte eigentlich 5 Zuschauer, dass ich dieses Elfie jetzt bei Twitch freischalten kann. Aber es funktioniert einfach nie immer. Das kann ich äußern. Es funktioniert nie. Leider funktioniert es nie. Ich weiß auch nicht warum. Mal sind es immer mal 1 oder 2 oder 3 Leute drinne und dann manchmal schätzt auch dieses Twitch nie. Würde ja auch gerne auf Twitch und YouTube mal streamen, aber das kann ich nicht beides gleichzeitig irgendwie nicht. Es funktioniert einfach nicht. Weiß auch nicht warum, aber es funktioniert einfach nicht. Na gut, man könnte es mal probieren übers Handy oder so. Dass man Beispiel auf Twitch und dann auf dem Handy live streamt oder so. Müsste ich auch mal ausprobieren. Vielleicht das funktioniert. Möchte in die Richtung, nie in die andere Richtung. Oh, sorry. Meine Haare sind so lang, ich muss unbedingt mal meine Haare schneiden lassen. Sonst komme ich immer wieder aufs Mikrofon. Das ist... Jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut, weil ich wieder umtransodiert bin. Weil ich ab und zu mal auf den Chat schaue, wenn jemand schreibt oder nie. Ab und zu die Nase und so. Da passiert es auch. Deswegen merkt ihr manchmal, ich so ganz komisch fahre oder so. Das tut mir aber leid. Weil ab und zu mal tut ich auf den Chat dann schnell und dann wieder rüber. Grüß. Schneller wie geht. Dann fahre ich so schnell wie es geht. Ja. Aber solange euch das interessiert und gefällt, ich muss sagen, Bus-Simulator, der zweite Teil auf YouTube. Da sind schon 67 Leute, haben es angeschaut. Das finde ich schon krass. Das finde ich super eigentlich, muss ich sagen, von euch allen. Ich weiß nicht, wer das alles antut. Viele tuten und das doppelt und dreifach an. Das kann ich ehrlich sagen. Bin nie mit offenen Türen gefahren, aber lass mal so. Wo ist dort eine offene Tür? Vor allem nicht heute noch. Die laufen jetzt rüber. Bevor ich hier losfahre. Ich wollte eigentlich mal ausprobieren über eSports. Beispiel ist mein Laptop mit der eSports verbunden. Also das hat mit HDMI-Kabel verbunden. Kann ich ja anschließen. Bloß das Problem ist, ich kann aber über eine App das nicht streamen. Das finde ich scheiße.
hätte ich euch gerne darüber gestreamt und gezeigt, was so alles passiert schon ist. Aber die ItSpots App ist so schlau und kann darüber nicht live streamen, sozusagen. Also es gibt eine App dafür, so dass man mit dem PC, also mit dem PC, ein HDMI-Kabel mit der ItSpots verbinden tust, und da gibt es so eine App, da kannst du übertragen, Beispiel das, also vom PC zu vom PC zur ItSpots zum Bildschirm, so rum. Und darüber kannst du aber nicht, sozusagen, wenn ich jetzt auf der ItSpots auf Livestream gehe, tut er das Video nicht abspielen. Also er tut nicht das Stream, sozusagen. Und das finde ich ein bisschen blöd von der ItSpots, muss ich ehrlich sagen. Bis dann. Tschüss. Hey. Na, ich spiele nicht über ItSpots App, sondern über die richtige Konsole. Hallo? Aber danke für den Follower. Weil ich und ein Kumpel haben eigentlich ein Projekt auf Minecraft, so das kann ich dir mal erzählen. Bloß das Problem ist, mein Laptop ist zu schlecht zum Streamen, so das hat. Ja, hallo? Ach, du bist das Rüdiger. Ja, pass auf, sind meine. Nee, ich hab jetzt nie aufgepasst, weil ich auf Chat verkehr. Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Nö. Ich finde das so lustig, was die hier labern manchmal im Hintergrund. Das macht mich irre. Ach so, okay. Nee, ich leider nur auf der ItSpots. Aber seitdem, ich muss sagen, seitdem ItSpots das neueste Update hat, kannst du kaum noch livestreamen so richtig. Ich weiß jetzt nicht, dass das Konsole Spieler auch mit dem PC spielen kann. Das weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Außer du hast ein anderes Spiel, dann können wir gerne mal zusammenspielen. Das wäre dann kein Thema. Muss ja nicht unbedingt ein Bus-Simulator sein. Wenn nie, kannst du mir mal auf mein Community-Tisch gehen? Und dann immer auch mal so privat quatschen und so. Will ich dir bloß sagen.
wenn du noch drin bist. Da können wir auch mal privat quatschen oder so, wenn du willst. Deswegen mit der Bushalte. Was habe ich jetzt gemacht? Oben was markiert. Ich weiß es nicht mehr. Weiß nicht. Ich finde es auf der Konsole so bescheuert. So spielen Bus Simulator. Ich finde, also mit der Steuerung, also sozusagen mit. Mal kurz, ich muss mal anhalten. Oh, der hat was mitgenommen. Achso, okay. Leider habe ich keine Playstation. Ich weiß nur, mein Bruder hat eine Playstation. Aber das weiß ich auch nie. Also, viele Sachen weiß ich nicht. Dass man Playstation, PC. Ja, fahr über das Schlagloch und über das andere drehe ich Pin auch. Manchmal find ich bescheuert das Spiel. Allerersten Bus-Simulator konntest du über ein Schlagloch fahren, mitten durch. Da ist kein Schaden gekriegt. Beispiel hätte ich auch Fortnite zum Zocken. Das hat eigentlich fast jeder, muss ich sagen. Habe ich nicht für den PC. Und 16er weiß ich jetzt nie, nur durch den Pumpe, glaube ich. Ich hatte auch einen PC, der zurzeit kaputt ist. Deswegen muss ich über meinen alten Laptop, wenn was zocken. Da hat auch nicht Fortnite funktioniert. Es hat so eine hohe Anforderung mit FPS und so. Dann brauchst du schon die neueste Grafikkarte. Beispiel Minecraft hätte ich noch zum Anbieten. Da gibt es zweimal, immer die Bedrock-Vision und dann einmal die Java-Vision. Muss ich sagen, die Java funktioniert bei mir fast so gut als die Bedrock, muss ich ehrlich sagen. Okay. Jo. Man tut's.
schreibe dir mal meinen Itzbots-Namen. Das kann ich dir mal machen. Du kannst gerne mir mal... Hallo? Mir einfach mal eine Freundschaftsanfrage so schicken. Da können wir mal quatschen oder so. So, jetzt so fertig. Einladen. Weil ich zurzeit sehr viel eigentlich zu tun habe. An dem Projekt zurzeit mit dem Kumpel. Ja. Die Leute reden über die merkwürdigsten Sachen im Bus. Ja, und ich werde leider irgendwo reinfahren. Dann kannst du gerne mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Ist ein bisschen blöd, dass du den Discord nutzt, aber das ist auch kein Problem. Generell. Du hast mir schon den Xbox-Namen geschickt. Sehe ich gerade. Oh nee, ich bin so lost. Ich nehme es dann an, wenn ich hier mit der Busfahrt fertig bin. Kannst du gerne mal auf YouTube bei mir vorbeischauen, weil dort sind ein bisschen mehr Videos oben als wie auf Twitch. Wenn man die Tür blockiert, kommt der Busfahrer und schimpft. Ja, dann tue ich und schimpfe. Ich finde das so manchmal lustig. Das ist. Also auf YouTube heiße ich so gleich wie auf Twitch. Also ist der gleiche Name. Und da sind schon ein paar Videos, schon viele. Ja. Auch von hier, vom Bus-Simulator. Ich glaube, ich habe meine Fahrkarte verloren. Ich kann sie nicht finden. Naja, eigentlich kann ich dir mal sagen, für unseren, also für von mir und von einem Kumpel, das Projekt, suchen wir eigentlich generell auch noch Beispiel Leute, die. Hast du vom neuen italienischen Restaurant gehört? Beispiel mit Bauen und so. Es kommt eben drauf an, schafft auch dein PC Mods, das ist das. Sozusagen suchen wir auch sozusagen Bilder, die Beispiel Gecko-mäßig was machen und Gecko's.
Okay. Ich glaube, über 20 Mods sind es nie. Ich glaube, 17. Auf dem Server zurzeit. Bei. Zurzeit läuft das über den Server und. Jo. 17 Mods. 17. Schafft ein knapp meinem PC, weil ich ein anderes Betriebssystem nutze dafür. Sonst könnte ich auch nicht Minecraft so generell spielen. Deswegen. Hast du von der Theorie gehört, dass wir alle in einer Simulation leben? Klingt verrückt, aber wenn man so drüber nachdenkt, könnte es wahr sein. Okay. Ich nutze Hallo. Windows 10 und Linux. Sozusagen. Eigentlich beides. Also Windows 10 und Linux. Windows 10 habe ich in ein paar Spiele, Beispiel LS17, funktioniert. Ich habe gehört, mit bisschen Lags, aber es funktioniert. Ich habe hier LS22. So. Funktioniert auch ganz gut. Ist ja auch auf der Konsole. Aber auf Linux nutze ich nur die höchsten Visionen, weil auf Windows kann ich eben nie die höchsten Visionen nutzen. Komm nur bis 1.16.5. So höher das wird, so mehr kann ich nie. Also funktioniert einfach nie. Da sagt da soll irgendwas updaten oder weiß ich was. Da habe ich auch selber keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sein, meine Konsole war ein Jahr lang kaputt. So da. Wasserschaden eigentlich. Und zwar habe ich bloß die Wärmeleitpaste ausgetauscht und seitdem funktioniert sie. Eine neue. Also das hat eine neue Wärmeleitpaste drauf. Können wir jetzt warten. Der wartet sowieso der Bus noch hier. Weil ich das so eingestellt habe, die alle 2 bis 3 Minuten noch ein bisschen länger stehen oder so. Ich weiß nicht, hat aber eine Weile. Ja. Ja, was spielen noch auf Windows? Sagt dir was mit EP oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, dass du sowas kennst, oh. Tschüss. Sie fand das Ganze gar nicht witzig. Okay, tschüss. Okay. Kannst du ja machen. Die Fee. Da landen wir ich. Und zwar anders hin. Hey, Alfonso. Ja, es sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? In ein Jahr kannst du vorbeikommen. Haare schneiden. In ein Jahr. Warte. Ich muss sagen, es ging relativ schnell die Busfahrt.
Warten wir wieder. Komm mal. Obstsuppe. Falscher Knopf. Ob der richtig parten, muss man auch mal lernen. Das GKI, die ist so doof, muss ich sagen. Upsi. Da fahren sie auch nie weiter um die. Das, was ich immer mache, warte mal, das zeige ich dir. Wenn die zu lange stehen, kann ich aber Uni an jeder Bushaltestelle. Fahre ich einfach vor denen. Fertig. Fahre ich vor denen, lasse alle raus, wieder rein. Ist ja eigentlich die Endstation Rathaus, muss ich ehrlich sagen. Dann fängst du wieder neu an, vom Zopf aus. Weil doch, es ist so nervig manchmal. Und da sind ja noch welche drinnen, müssen wir. Sag mal, sind die alle eingepennt? Ja, tschüss. Hallo, wollt ihr nie aussteigen? Dann eben nie. Unser Pech. Halt mal. Ne, wir sind ja an einer ganz anderen Haltestelle. Oh ne, Hilfe. Ich weiß nicht mal, wo das Rathaus ist. Ein bisschen aufkomisch. Fahr auch gerne manchmal so. Muss ich ehrlich sagen, du siehst du auch manchmal viele Sachen. Aber manchmal fahre ich auch in. Oh, da bin ich gerade über Wasser gefahren. Oh. Hallo Bus. Bus. Guck mal, der Bus. Die meisten haben alle so unterschiedliche Formen. Schneller, aber wieder in der einen Pint bestimmt hinten, oder? Nee. Das gut. Wird schon sein. Jetzt würde ja eigentlich die Linie wieder von vorne anfangen und wieder immer wieder. Und an der Seite wird das langweilig, immer von vorne anzufahren. Aber ich habe die Dame, ich erstelle die eben so, das ist das. Grün. Das Wort. Und sowieso wieder drauf an, die werden wieder so blöd stehen, rumstehen die Büsse. Dieses. Die fahren schon falsch. Okay. Jetzt stehen wieder die Autos dort drin. Oh nee, jetzt hasse ich wie die Pest. Um wie fährt die KI? Ja, wir kommen zurück, Bus. Ja, ich bin dran geknallt, wie immer. Aus die Maus hier. Mit der Suppe. So, um jemand anderes übernehmen, ist mir schon wieder. Nö, ich habe hier 8 Linien sind es jetzt so insgesamt. Das ist die allererste Linie, ist ja die von Zopp bis nach Astra Park. Also fährt bis zum Astra Park.
so gesagt, kann ich jetzt sein, bis wohin, bis hierhin, fertig, Linie 1, und dann wieder zurück, so gesagt, dann eine Stadtrundfahrt durch Astra Park, die Stadtring, also Stadtring ist Rathaus am Andertor, von der Wiederseite, Hauptbahnhof, Arbeitsgasse, die anderen weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall im Ring fährt er dann so, also bis hierhin, und dann dreht er wieder um und fährt wieder andersrum. So, dann wieder eine Stadtrundfahrt, also das ist alles Innenstadt, so gesagt. Die Linie 4, die Linie 5, jetzt muss ich mal schauen, also die fährt vom Zopp bis zum Rathaus, also komplett außenrum, so gesagt. Also komplett, dann ist ein so fertig. Also, warte mal. So hier, wo die Haltestellen stehen. Also die sind mindestens 38 Haltestellen hat das. Dann zopps zum Hafen runter, nimmt alles im Hafen mit unten und Spischen. Da Spischen noch. Die Linie 7 fährt ja, siehst ja. Die Linie 7 fährt vom Zopp dann hier außen rum. Dann fährt sie hier runter. Fährt nochmal in die Stadt rein, dann wieder Stadt raus, dann wieder Stadt rein und dann nochmal wieder Stadt raus und dann fährt sie hier hoch. Und Linie 8 ist Flughafen. Ja, stell die immer so ein bisschen, dass nach einer Zeit, wenn es um die Linie hatte ich sowieso zu planen. Aber ich weiß eben nie, wie ich die langführen soll. Das ist das. Hab schon mal überlegt, ich würde gerne die Linie so führen, Beispiel vom Zopp aus dann aber wieder. Wusste noch nie, dass man hier einstellen kann, das Ding. Am Dienst. Das wusste ich nie. Eigentlich sollte die Linie 9 auch nochmal zum Flughafen, aber andersrum. Eben. Jetzt bin ich bloß überlegen, wie ich das mache. Ich denke, er fährt hier so lang. Habe ich überlegt. Also, naja, tut okay, man könnte ja bis hier runterfahren lassen. Und dann die Autobahn lang fahren. Dann hier so. Und dann waren wir schon eigentlich am Flughafen. Das wäre eine kürzere Strecke eben. Außer, überlegen noch mal hier reinzufahren. Das ist manchmal wirklich zum Totzen und so alles. Ach. So, das muss ich noch einstellen, dass er wieder zurückfährt. Ja. Beim Flughafen macht das mich verwirrt irgendwie, weil man nie weiß, in welcher Haltebucht die hält. Das finde ich ganz komisch. Weil am Flughafen hat man ja eigentlich auch drei Haltestellen sozusagen und da weiß ich manchmal auch nie.
Jetzt habe ich alle Büsse da drauf, der Schied. Scheiße. Warum? Nein, halt. Nein, nicht alle Büsse. Nein, nicht alle Büsse. Danke. Hier nochmal bearbeiten. Na gut, wenn man es vielleicht so macht, dass man... Ach ja, das könnte man auch machen. Hätte man auch machen können. Das hier rein und dann wieder zurück. Könnte man eigentlich schon, aber ich weiß es noch nicht. Ich will eben nie alles über den Hauptbahnhof dann führen lassen, weil das gibt es ja jetzt schon ein paar aus. Was man so generell sieht. Wir halten jetzt schon über fast um den ganzen Hauptbahnhof hier. Ich finde das manchmal lustig. Na gut, eigentlich hätte man auch hier hochfahren können, über den Astra-Park nochmal durchfahren können und dann wieder zurück und dann über die Autobahn. Vielleicht nochmal beim Hafen nochmal runter. Ich weiß nicht. Bin immer noch überlegen. Ich weiß noch nicht. Wird das vielleicht doch so fahren lassen? Das ist mein Beispiel. Statt über die Autobahn, Beispiel hier hochfährt. Oder warte mal. Eine Idee. Dass ich hier nochmal rein, also hier so lang fährt. So, und dann kann sie ja eigentlich auch hier reinfahren. Hier. Jetzt macht das wieder so komisch. Oh, ich lieb. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Oh, ich hasse dieses Tool. Wenn man schon Büsse gekauft hat und die sind noch nie auf der Linie, das hasse ich wie die Pest. Aha. Ich glaube nie. Also alle nie. Aber ich weiß nicht. So, nochmal bearbeiten. Wohl aus. Da ist gerade mein Controller ausgegangen, einfach so. Schön. Ich habe ein Akku drin im Controller und das. Hi Chef, gute Fahrt gehabt? Ruhe, im Hintergrund. Die fragt man doch nie. Mensch, Meier. Da komme ich drücke ich immer runter vom Akku. Ist eigentlich ein ganz falscher Akku drinne. Eigentlich für die neuesten Controllers eigentlich. Ist der Akku eigentlich. Was für eine Linie ist hier falsch? Die hier, oder? Ja. Die gefunden, die falsche Linie. Und dann fährt sie einfach nochmal hier zu den Ring. Eigentlich kann man so machen. Und dann wieder raus. Und dann zum Flughafen. Ja, kannst du so fahren. Ist mir scheiße. Ich hasse. Ich weiß nicht warum. Aber ich finde das sehr komisch manchmal. Er macht die Linie manchmal so komisch, dass du die 30 mal, 7 mal, 5 mal vielleicht nochmal fahren sollst. Na dobe. Find schade, dass man auch nicht sieht, welche Haltebucht Beispiel da steht. Das finde ich schade. Muss ich ehrlich sagen. Das finde ich wirklich schade.
Mann, das ist im Spiegelei fast 21 Uhr. Find das immer lustig. Wenn man so überlegt, macht man haufenweise Geld. So, jetzt nicht Fahrzeuge draufsetzen. Ich würde es so lassen. Würde ich sagen. Warum der nochmal dort zigmal drin gefahren muss, also das verstehe ich manchmal auch nie. Warum baut man nie so eine schöne Abfahrt? Oder das so, dass man eine Auffahrt eine schöne baut? Nein, man muss so solche so Dringereihe. Solche. Weißt schon, was ich meine. Dringereihe oder so. Von. Das war eigentlich heutzutage noch. Aber ich glaube, die neue Linie fahr ich heute mal nicht. Ich würde sagen, wir spielen mal was anderes. Weiß aber nicht was. Und hier schon wieder los. Wie fragt man denn nach? Ich frag lieber Manina, was ist denn hier schon wieder los? Ich bleib da einfach der Bus stehen. Ich finde das schon wieder zum Dotzen. Der hat eine Weile. Ich liebe die KI. Die fahren immer. Immer irgendwo dran. Hauptsache irgendwo dran. Und nie richtig fahren. Wenn sie nie richtig fahren, irgendwie? Ich weiß es nie. Mal ein bisschen hier rein, was hier los ist. Hier stehen auch drei Büsse, die wollen alle weg. Aber ich weiß, so weiter man weg ist, nach einer Zeit despawnen die. Das weiß ich. Steht denn da? Sah vorhin gerade so vom Weiten so ganz komisch aus. Ja, wie will der rausfahren? Ehrlich, ehrlich. Wenn dort ein Bus davor steht, wie willst du dort rumkommen? Ich sag nichts. Ich hätte schon wieder Probleme damit. Ich liebe es. Und der andere Bus fährt auch nicht mehr weiter, weil angeblich der denkt, dort steht ein Bus. Geht und das Tor hoch, Tor runter, Tor hoch, Tor runter. Warte mal, ich muss mich mal hier kurz weg despawnen. Wegkippen. Kurz mal hier hoch tutten. Was hier so schönes gibt's. Oder fährt der schwarze Bus. Weißt eigentlich, was das eigentlich ist? Ich habe noch nie rausgefunden, was das ist. Was das ist eigentlich generell. Oder wie man das benutzen soll. Ich weiß es ja gar nicht. Setzt der Taros dort weg unten. Das hatte ich nie. Sobald du mal weg TPS, oh, Taros wieder aufgeräumt.
eine E-Säule, oder? Ein E-Bus. Habe ich mir schon gedacht, dass sowas gibt. Es gibt ja im Spiel ja E-Busse. Aber eigentlich kannst du es Uni nutzen, wenn man so überlebt. Manchmal ist es interessant, Busse zuzuschauen, wie die bescheuert fahren. Sagt ihr, jetzt stehe ich hier in der Nähe und der fährt einfach nicht mehr weiter. Und was haben die an mir? Es hört sich schrecklich an, wenn der rennt hier. So, was fährt denn da? Mal gucken, was hier fährt. Ach, Linie setzt zum Rathaus. Fährt denn hier alles? Achso. Schade, man kann hier nicht runterlaufen, das finde ich bescheuert. Bin zu fett dazu. Linie 5 nach Römerstraße, aha. Ob die bleiben jetzt hier 5 Minuten stehen, das ist das Lustige. Das ist immer ein bisschen bescheuert. Naja. Kann ich nichts machen. So, jo. Bin kurz mal weg. Ich bin gleich wieder da. Muss bloß auf Drose Jungs.
So. Da bin ich wieder. So. Was wollte ich denn jetzt sagen noch? Meine LED-Lampe macht auch schon wieder, was sie will. Und dann Schreibtisch. Was soll ich denn jetzt machen? Ist das einer? Ich weiß es nicht mehr. Oder soll ich noch mal eine Runde fahren? Ich weiß es nicht. Bin mir gerade unsicher, noch eine Runde zu fahren oder nie. Bus. Was gibt's denn hier so? Jo, den Hormel. Manchmal muss ich sagen, alle Bisse sehen fast gleich aus. Weil das der. Achso, das ist der Mercedes. Das ist der. Achso. Ich glaube, das Schlimme ist, bei der Marke habe ich in Tetschers Bad oder irgendwie so. Ich habe immer Tetschers dort drin. Also auf dem Lenkrad. Das finde ich auch dann manchmal ganz komisch. Drei Türen. Aha. Drei Bustüren. Ist lustig, es steht nie kam hart da. Da frage ich auch manchmal mich. Hä? Dann kommt irgendwann der Gelenkbusse. Also das ist kein Gelenkbus. Das sind wieder. Hier gibt's Bisse drin, einer ehrlich. Ah, das ist ein E-Bus. Das müsste ein E-Bus sein. Ja, das ist ein E-Bus. 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 E-E-E-E-E-E-E-E-E. Ich hab ein E-E-E-E. Ah, ich kauf den mir. Nee, Türen sind mal offen. So, und schon gekauft den Bus. Mehr mache ich nicht. Wir lassen jetzt stehen einfach so. Ich würde jetzt mal sagen, wir werden was anderes spielen. Ich tut mal nach, was ich noch so für Spiele habe.